Moin, hier ist eure Nina G. Und ich berichte euch heute von den neuesten baulichen Veränderungen hier auf unserem Hof Badalbadi. Mit der Umbauphase 2, das Video dazu findet ihr wie immer oben im i und in der Infobox, haben wir ein neues Konzept und eine solide Basis geschaffen, die aber noch an einigen Stellen verbessert und vollendet werden musste. Und genau das war das Ziel der neuerlichen Baumaßnahmen. Die erste Verbesserung war die Installation eines Pferdeklos, um den Stall von Urinstellen zu befreien. Dazu mehr in einem anderen Video. Schaut doch mal oben ins i. Den eigentlichen Anstoß hat eine durchgerissene Litze gegeben. Ich habe mich ziemlich darüber geärgert, dass so kurze Zeit nach dem Bau eines komplett neuen Zauns die Litze schon durch war. Deswegen habe ich als erstes die gesamte Litze gegen Weidezaundrahtlitze, die mir versehentlich verkauft worden ist, und Weidezaundraht, den ich eigentlich haben wollte, ausgetauscht. Sobald diese Arbeit erledigt war, war ich im Baustoffhandel, um Holz zu kaufen. Zwar hatte ich einiges damit vor, doch ich hatte mich auch etwas verkalkuliert und nun einen Haufen Holz und viel Arbeit in der Einfahrt liegen. Aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen habe ich die erste Baustelle innerhalb des Stalls eingerichtet und damit angefangen, die Wand zum Putzplatz zu errichten. Denn ein offener Putzplatz hatte deutliche Nachteile. Zum einen wurde das angebundene Pferd ständig von den anderen Pferden gestört und abgelenkt. Zum anderen waren wir dort nicht wirklich vor Wind geschützt, sodass man beim Putzen oft mehr Haare im Gesicht hatte, als es Haare auf dem Boden gab. Nachdem allerdings die Hälfte der Wand fertig war, habe ich das gute Wetter ausgenutzt und mich einer längst überfälligen Aufgabe gewidmet. Der verbliebenen alten Heuraufe, durch die es ständig in den Stall geregnet hat. Das Ding musste einfach abgerissen werden. Also habe ich mal eben schnell meinen halben Stall auseinandergenommen. Und dann natürlich wieder neu zusammengebaut. Ich hatte mir außerdem überlegt, das Vordach etwas gemütlicher zu gestalten und für Alice, die ja bereits die letzten Winter über abgeteilt gestanden hat, weil wir ihr Futter ja besonders aufbereiten müssen, eine schöne, windgeschützte und zugleich luftige Außenbox zu bauen. Dazu habe ich noch Windschutznetze organisiert. Allerdings hatte ich die Befürchtung, dass es durch die Netze zu dunkel unter dem Vordach werden könnte und habe an der Außenwand nur einen Teil damit ausgerüstet und den Rest mit einer durchsichtigen Dachplatte. Am Schluss hat sich meine Befürchtung aber nicht bewahrheitet, also hatte ich viel zusätzliche und knifflige Arbeit umsonst. Immerhin hat Alice aber eine schicke Außenbox bekommen. Ein weiteres Ärgernis war die Rückwand unseres Heulagers, die wir mit mehreren Planen notdürftig verschlossen hatten, wovon aber keine lange gehalten hat. So ging es nicht weiter. Eine solide Dauerlösung musste her. Doch ich konnte nicht einfach eine normale Wand dort errichten, da wir dann unser Heu nicht mehr unters Dach bekommen hätten. Also habe ich mich an mein erstes großes Tor gewagt. Eine ziemlich anspruchsvolle Angelegenheit, die mich ganz schön ins Tüfteln gebracht hat. Ich finde aber, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das restliche Holz habe ich dann für eine zweite Wandhälfte des Putzplatzes verbaut. Weil ich mich aber so an den einfachen Zugang zum Stall, durch die Holzbalken zu steigen, also ohne dass man ständig Türen entriegeln und auf die Pferde achten musste, gewöhnt hatte, wollte ich mir etwas davon erhalten und habe eine kleine Klapptür eingebaut. So komme ich immer noch schnell in den Stall, ohne dass den Pferden eine Tür zur Freiheit offen steht. Ich war heute im Baumarkt, denn mir sind noch wieder ein paar Ideen gekommen, wie ich meinen Stall verbessern kann. Wenn ich in den Stall komme, egal wann, habe ich mittlerweile festgestellt, hier, okay, der oberste Haken ist ja sowieso immer ab, aber auch hier diese Haken, ich weiß nicht, wie die Pferde das machen, aber sie machen selbst diesen Haken auf. Und wenn ich in den Stall komme, steht die Heukiste von außen immer vor dem zweiten Eingang. Hi Ponys!
Und hier liegt normalerweise sehr viel Futter auf dem Boden, was halt mit den Äpfeln vermischt wird und dann natürlich nicht mehr gefressen. Und das finde ich einfach schade und unpraktisch. Deshalb habe ich mir überlegt, wie ich das alles verbessern kann. In der Hoffnung, den Stall jetzt auch endlich Olli sicher gekriegt zu haben, habe ich hier jetzt so eine Kette angebracht, um die Tür nochmal zusätzlich zu sichern. Ja. Gar nicht so einfach mit einer Hand. So. Und wir gehen mal raus. Die Kiste ist ja jetzt mit den Ketten versehen. Die inneren Ketten, damit sie das Heunetz nicht immer an den Seiten rüberspannen und dann hier den ganzen Platz mit einstreuen, weil dann, wenn es einmal auf dem Boden gelegen hat, fressen wir es ja nicht mehr. Und dadurch geht mir ziemlich viel Futter verloren und das finde ich sehr schade. Deswegen wollte ich ja auch, dass die Kiste gerne vor dem Futter stehen bleibt oder unter dem Futter, dass es da reinfällt. Und ich hoffe, dass ich das jetzt geschafft habe. Jetzt. Also. Es kann man jetzt nur noch so ein paar, so 3-4 cm bewegen, das ist okay. Mal sehen, wie lange es hält. Nachdem der Stall nun soweit optimiert war, musste nun noch der Paddock auf der To-Do-Liste abgehakt werden. Bisher war ja nur der gepflasterte Paddock-Abschnitt für die Pferde frei zugänglich und der Wiesenabschnitt nur begrenzt, weil ich dort bereits ein paar Gestaltungsideen umgesetzt hatte. Doch in der Zwischenzeit hatte ich noch bessere Pläne, weswegen alle bisherigen Schritte rückgängig gemacht werden mussten. Was für eine Arbeit! Da Alice inzwischen aber sowieso herausgefunden hatte, wie man den Zaun zum Wiesenpaddock systematisch zerstört, habe ich den als erstes abgebaut und der gesamte Paddock war offen. Sobald die Fläche frei war, wurde schweres Gerät aufgefahren. Mithilfe einer geliehenen Fräse habe ich die Grasnarbe aufgerissen und den Boden einigermaßen geebnet. Zur Befestigung der Fläche habe ich anschließend Teppichboden verlegt. Dadurch kann Flüssigkeit abfließen, der Boden aber nicht matschig werden. Dummerweise konnte der Teppich nicht einfach ausgerollt werden, weil er falsch herum aufgerollt war, sodass ich eine Heidenarbeit mit dem Bodenbelag hatte. Natürlich ging es trotzdem irgendwie. Nach dem ersten kleinen Herbstwind musste ich jedoch feststellen, dass die Überlappungen der Teppichkanten im wahrsten Sinne vom Winde verweht waren. Daraufhin habe ich versucht, die Enden mit Dachklebstoff zu verbinden, was leider so überhaupt nicht funktioniert hat. Schließlich habe ich es mit Silikon versucht und es damit einigermaßen hingekriegt. Dennoch musste ich einige Stellen mit großen Steinen beschweren. Nun war das Ziel schon in Sicht und ich setzte zum Endspurt an. Ich habe Sand anliefern lassen und ihn dann per Schubkarre in die Liege- und Wälzfläche befördert. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich euch sagen. Dann habe ich noch ein Balancebeet gebastelt und die letzte Lücke zum Zaun mit einem neuen, selbstgebauten Tor verschlossen. Damit war ich nun endlich fertig! Wie den Ponys ihr neuer Paddock gefällt, erfahrt ihr in einem nächsten Video. Also dann, bis zum nächsten Mal!